die beiden hier, die keiner braucht. Ja. So läuft das eben ab und wir haben hier eine wilde Kreatur, deswegen mache ich hier gerade mal nochmal ein Baby. Und am besten nochmal eins. Und wir zerstören hier die Hütte dann. Die haben ja gar nicht mehr was zu essen. Ein Fisch. Das Vieh hier zuckt noch ein bisschen. Nicht mehr. So, ja, die sollen aufhören, mein Ding hier zu fressen, Mann. Unser Häuptling ist aber gleich wieder da. Dann kann man auch das Futter von denen stehlen, also von den anderen. Das ist auch nicht übel. Oh, die epische Kreatur, die Argel. Wo ist dein Nest? Zeig mir, wo du wohnst. Zeig mir, wo du wohnst. It's a pedo bear. So, der Häuptling tötet jetzt dieses Mistviech. Wo ist es hin? Es hat gar kein Nest. Ja, der Häuptling, der raubt jetzt hier mal das Essen. Hier sieht man diese Kämpfen mit den Wurfspeeren, wie hier die Leichen rumliegen. Oh, die Leichen sieht man gar nicht mehr. Aber noch die Wurfspeere. Die sind jetzt auch erwachsen. Die kann sich hier Wurfspeer holen. Tralala. Ja, und der kann hier mal noch Früchte ernten. Der andere ist jetzt auch erwachsen. Der kann auch Wurfspeere sich holen. Und hier, die haben das Haus fertig. So sieht es dann aus. So, erledigt. Wir bekommen jetzt die Sachen, die die hatten als Gebäude. Zum Beispiel die Narachas oder so. So, du hast das Braundorf zerstört. Dein Totem wächst und dein Stammesplaner und in... Und deinem Stammesplaner wurden neue Werkzeuge und Outfits des besiegten Stammes hinzugefügt. Und unser Stammgebäude wächst. So. Dein Stamm gewinnt an Ansehen. Du hast jetzt eine größere Hütte und dein Stamm kann bis zu 9 Mitglieder haben. Und wir haben hier ein neues Mitglied und da auch. Und die hassen uns beide. Das heißt, den hier könnten wir doch als Freund bekommen, aber den hier jedoch nicht. Das bedeutet auch, dass wir jetzt alle die Möglichkeit haben, ihn auszu... Also wir müssen jetzt den jetzt... Oh, da haben wir gar nichts mehr. Naja. Wie auch immer. Wir müssen erstmal jetzt unsere Kinder großziehen. Ey, ich mag den. Uns mag ja gar keiner. Ja, jawohl. Wir töten mal die mutierten Flöhe. Was man hier machen kann im Stammesplaner, genau. Wir können jetzt hier auf den Planer gehen. Schauen wir uns das mal an. Und dann können wir uns hier nämlich zum Beispiel Sammeln 2 und Kampf 1 zur Hüte aufsetzen. Die bleiben dann jedoch für immer. Helme. Sozial 2, Kampf 2. Das ist dann halt auch später, das ist nicht so hübsch. Kampf, Sozial, Gesundheit, Sammeln, Stufe 3. Dann können die zum Beispiel mehr sammeln eben. Hier noch so Zeichen. Sau, Stauros. Bringt eigentlich nichts hier, das bringt auch nichts. Schnurrbart, Ring. Was ich mir überlegt habe, ist hier eben... Sammeln und Kampf 2, das ist gut. So. Rhea Curiosa Dörfler. So. Und schon haben unsere Dorfbewohner Hüte und eine Tasche. So, dann machen wir uns hier mal nochmal ein Baby. Gucken, was das hier wird mit dem Gründorf. Luis. Endlich mal ein gescheiter Name. Oh, da ist gerade die epische Kreatur mit dem Kampf. Sieht ja mal gut aus hier. Hoffentlich gewinnt die epische Kreatur.
Kreatur. Aber sieht nicht so aus. Ich denke mal, dass die Dörfler gewinnen werden. Naja, viel Spaß mit der epischen Kreatur. Spielchen mit dir. So, und ihr geht mal hier noch die Missgeburtenjagd. Gremlo. Interessieren tut es mich doch irgendwie. Ich glaube, die Kreatur ist so gut wie tot. Oh je. Bauern Ares. Naja. So, der hier darf sich jetzt auch mal einen Wurfspeer holen. Haben sie hier alles getötet? Nö, einer lebt noch. Wo ist unser Häuptling eigentlich? Der macht gar nichts. Der hat noch die Beute vom anderen Ding. Warum bringt er das nicht zurück, Mann? Naja. So, so. Der darf kämpfen. Der darf das Baby töten. Der darf auch töten. Oh, der mag die auch nicht, wie es aussieht. So, jetzt gibt es einen kleinen Kampf. Angreifer in Sicht, ein anderer Stamm greift an. Jetzt wird es interessant, Leute. Wer ist denn der Angreifer? Das Gründorf, wie man sieht. Mit was? Mit Feuermachern. Oh, Leute, denken. Gut, also, Stamm versammeln. Oh mein Gott. Wer mit Flammen oder halt mit diesen Fackeln angreift, ist extrem dämlich. Macht nämlich so gar keinen Sinn irgendwie. Trotteln. So, jetzt haben die noch 5 Mitglieder. Und würde sagen, die essen hier mal alles auf, was sie noch da haben. Die Fackel brennt noch weiter. Ah, doch nicht mehr. Ja, also ich finde Spore ist wirklich ein lustiges Spiel gemacht. Also, es ist wirklich gut gemacht und macht auch wirklich Spaß. Was macht der Speerkämpfer Ares? Der wartet hier schon. Der will mich ausrauben, wie es aussieht. Na okay, die sind jetzt auch unsere Feinde, wie es aussieht. Feind, Feind. Aber die können uns eigentlich gar nichts. So, wen greifen wir denn jetzt an? Gründorf. Starten den Angriff gegen das hässliche Gründorf. Braucht eh keiner, von daher. Aber ich muss sagen, auf Mittel ist es schon einiges schwerer. Ich habe das ja im leichten Modus gespielt und da war das manchmal auch schon anspruchsvoll, aber nicht so wie bei Mittel. Also sehr gut gemacht. Und jetzt sind sie alle wach. Und jetzt kommt mein Feuerbombenauftritt gleich. Wo war der nochmal? Die Tiere wollen mein Futter spielen, so ich bin sowas von Wurst, ey. Angreifer in sich, der greift mich denn jetzt noch an? Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt richtig beschissen.
Tja. Müssen wir wohl oder übel einen Teil zurückschicken nach Hause. Es muss hinhauen. So, zwei Leben noch von denen. Jetzt greifen die anderen auch noch an, oder was? Wir müssen unser Dorf verteidigen. Meine Kameraden. Ja, sieht wirklich behindert aus, um ehrlich zu sein. Um es auf gutem Deutsch zu sagen. Da müssen wir uns wohl oder irgendwie... Ach, wir müssen alle ausrotten, wir haben einfach keine Chance. So, lass mal die hier mal kämpfen, da kann nichts... Doch, da kann was passieren, da ist wieder so einer angewachsen. Wie sieht's zu Hause aus? So, muss mal aufpassen, ne? What the fuck? Ganz ehrlich, Mann. Bringt die Babys um. Babys dürfen nicht heranwachsen. Oh mein Gott. Das ist so verschissen hier gerade. Das ist wirklich beschissen, die Lage. Ja klar. Was soll denn das Scheiß? Warum werden die jetzt alle erwachsen auf einmal? Wir haben verloren, glaube ich. Ich gehe stark davon aus, dass wir... Wir haben es verteidigt. Wir haben unser Dorf verteidigt. Aber ich glaube, hier hat es keine große Hoffnung mehr für uns. Ja, die haben gewonnen. Aber da kommen noch mal neue, das kann doch nicht sein. Und wir haben nichts mehr zu essen. Ist ja wunderbar. Dann müssen wir jetzt hier unbedingt was essen. Tja, die sind also doch nicht so ohne, wie wir dachten. Wenn dann nämlich mehrere auf einmal kommen, kann das sogar ziemlich kritisch werden. Jap. Ich bin mal gespannt, was das hier noch so wird. Lass mir die hier mal noch Essen tragen und... Ja. Dann wird das schon.